2G und 3G dienen nicht dem Gesundheitsschutz. 2G und 3G dienen dazu, die Bürger mit massivem Druck zu willigen Untertanen zu erziehen. Und da machen wir als AfD nicht mit. Und die Auslastung der Intensivbetten ist seit vielen Monaten konstant bei um die 20.000 belegten Betten bundesweit. Die Bundesregierung, sie weiß das. Und sie hat folglich auch 8.500 bestellte Beatmungsgeräte wieder abbestellt. Ja, das wollen Sie alles nicht hören, das ist mir schon klar. Sie machen lieber Kindergeburtstage zu illegalen Massenveranstaltungen und sorgen dafür, dass inzwischen jedes 12. Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren jetzt schon massive psychische Probleme wegen dem Lockdown hat. Haben Sie sich überhaupt mal überlegt, was Sie Kindern antun, die im Klassenverband getestet werden und die dann bei so einem öffentlichen Massentest als einzige einen positiven Test haben? Die werden dann wie Aussätzige im Mittelalter behandelt. Was das mit der Psyche eines Kindes anstellt, das wünsche ich ehrlich gesagt keinem. Dort, wo frühzeitig invasiv beatmet wird, ist die Todesrate um ein Vielfaches höher als dort, wo nur im äußersten Notfall invasiv beatmet wird. Und was machen Sie? Sie setzen einen fetten, fünfstelligen Betrag pro Patient als Anreiz für die Krankenhäuser, frühzeitig invasiv zu beatmen. Ihre Politik tötet Menschen. Ihre Politik macht Menschen arbeitslos und sie schürt Hysterie. Professor Marx, wissen Sie, wie viele der 1662 Patienten geimpft bzw. ungeimpft waren? Die Frage geht an den Verband DIVI, Professor Marx. Sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank für die Frage. Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, weil wir bisher noch nicht erfasst haben, welche Patienten auf den Intensivstationen geimpft und nicht geimpft sind. Verstehe Sie richtig, dass Sie momentan noch keinen Datenstand haben, wie viele der momentan auf den Intensivstationen liegenden tatsächlich geimpft bzw. ungeimpft sind? Sie haben das richtig, korrekt. Sie wagen ein medizinisches Experiment bei einer neuen Krankheit, sammeln aber keine relevanten Daten. Sie wissen nicht, wie hoch der Anteil der Geimpften oder Genesenen an den Infizierten ist. Sie wissen nicht, wie hoch der Anteil der Geimpften oder Genesenen auf den Intensivstationen ist. Sie wissen nicht, wie viele Menschen infolge der Impfung kurzfristig oder langfristig arbeitsunfähig werden. Lieber fälschen Sie wie in Bayern Statistiken, um Stimmung gegen Ungeimpfte zu machen. Dort wurden die über 70%, deren Impfstatus unbekannt war, mal einfach als Ungeimpfte erfasst. Eine gute Regierung passt ihre Politik an die Datenlage an. Sie hingegen passen die Datenlage an ihre Politik an. Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung. Das sagte erst am 6. Juli diesen Jahres Ihr SPD-Minister Heiko Maas. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, dass schon zum 7. Juni die Priorisierung aufgehoben wurde und jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden kann. Wie kann es dann sein, dass heute auf Initiative der SPD weitere Einschränkungen beschlossen werden? Und wie glaubwürdig ist die SPD, wenn die Worte ihrer Minister nicht mal ein paar Wochen lang Geltung haben? Statt echte Ursachen anzugehen, verscheucht der Staat nun friedliche Bürger von Parkbänken, jagt Jugendliche durch Parks und stürmt Kochabende von zwei Freunden. Die Regierung nutzt den Lockdown, um sich den Staat zur Beute zu machen. Und dazu konnte es nur kommen, weil das Parlament als Kontrollinstrument versagt hat. Die Fakten aus anderen Ländern beweisen uns, dass es komplett anders geht. Die Schweden, die ihre Bürger nicht gegängelt haben, sondern leben und arbeiten ließen, sind nicht schlechter durch den Winter gekommen als wir. Denken wir freiheitlich statt sozialistisch, geben wir den Menschen ihr Leben wieder und kümmern wir uns um die Risikogruppen. Nicht die Ungeimpften müssen die Geimpften schützen, sondern der Impfstoff muss die Geimpften schützen. Kann mir hier jemand erklären, warum ich im Zug mein Essen auspacken und genüsslich unter Menschen essen kann, aber jede Gaststätte trotz toller Hygienekonzepte geschlossen sein muss? Kann mir jemand erklären, warum der Blumenladen, das Bekleidungsgeschäft und der Spielzeugladen geschlossen haben, aber im Supermarkt Blumen, Kleidung und Spielzeug gekauft werden können? Überhaupt, wenn wir über diese Politik sprechen, wie unmenschlich ist das momentan? Man erzählt den Kindern in der Schule, sie würden ihre Großeltern umbringen, wenn sie sie treffen. Viele Menschen vereinsamen total. In den Altersheimen sterben viele Menschen an gebrochenem Herzen, weil sie von ihrer Familie isoliert werden. Kinder werden von ihren Freunden, Verwandten und Klassenkameraden getrennt und die Eltern verzweifeln im Spagat zwischen Homeschooling und Homeoffice.
Ihre Lockdown-Politik zerstört nicht nur die wirtschaftliche Existenzgrundlage von Millionen, sie schafft auch unsägliches Leid für Millionen. Artikel 1 besagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Sie verbieten gerade Millionen Menschen ein Leben in Würde. Nein, wir brauchen nicht noch mehr Bürokratie, nicht noch mehr Sozialismus, nicht noch mehr staatliche Eingriffe, mehr staatliche Regelungen. Wir brauchen mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung in Deutschland, denn blühende Landschaften kann es nur mit Freiheit geben. Vielen Dank, meine Damen und Herren.